der Bastelzeit und heute soll es mal wieder um ein wunderschönes Thema gehen, was irgendwie ein bisschen komplexer ist, als es im ersten Moment aussieht, nämlich Stromversorgung und zwar per USB. Ja, ich muss glaube ich keinem erklären, dass USB heute eigentlich überall drin ist, also egal ob irgendwie Handy, USB, neueres Handy, USB-C, Tablet, lasst mal gucken, USB. Aber auch sonst natürlich alles andere, was irgendwie so Peripherie ist. Also auch hier so Headphone-Dinger, also In-Ears, wie heißen die auf Deutsch? Ohrstöpselchen oder Kopfhörer. Alles USB heutzutage. Und diese Dinge wollen geladen werden. Prinzipiell USB, zumindest die alten Standards, die hatten ja einfach nur 4 Pins. Und es erscheint dann erstmal relativ einfach, denn wir haben 2 Power-Pins. Einen mit 5 Volt und einen mit Ground. Da können wir dann ja 5 Volt einfach rausholen, oder? Na, ganz so einfach ist es nicht, denn bei den alten USB-Spezifikationen, also USB 1 oder USB 2, da ist das Ganze so, dass wenn wir hier einfach nur die Stromleitungen anklemmen, wir offiziell laut Standard nur 100 mA ziehen können. Das ist ein bisschen wenig. Wenn wir mehr haben wollen, dann müssen wir erst eine Datenverbindung herstellen und dem Gerät am anderen Ende, also üblicherweise im Laptop oder PC damals, Bescheid geben, hier, ich hätte gerne mehr. In dem Fall heißt mehr aber, naja, mäßig viel mehr, 500 mA. 500 mA, 5 Volt, das sind gerade mal 2,5 Watt. Bei USB 3, den neueren Buchsen, die meistens dann blau sind, da wurde es ein bisschen erhöht, da geht es bis 0,9 Ampere, das sind dann 4,5 Watt. Aber, naja, damit möchte man mit Sicherheit keinen größeren Handy-Akku oder gar ein Tablet laden. Entsprechend daher gab es dann irgendwann die USB Battery Charging Specification, die sagt, okay, es gehen auf jeden Fall irgendwie so 1,5 Ampere. 1,5 Ampere bei 5 Volt, das ist schon mal besser, also 7,5 Watt, damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen. Das Problem ist nur, wir haben ja immer noch dieses Problem, mit dem Laptop müssen wir Bescheid sagen und jetzt, wo wir 7,5 Watt haben und wirklich Dinge laden, naja, da wollen wir vielleicht keinen Laptop haben, sondern ein Netzteil. Und ja, da ist dann der alte Standard, nenne ich ihn mal, diesen Battery Charging Standard ist da zustande gekommen. Und der sagt, naja, wenn ich ein Gerät habe und das will wissen, ob es jetzt an einem PC hängt, wo nur 500 mA machbar sind, oder ob es tatsächlich ein Ladegerät ist, dann müssen wir das ja irgendwie feststellen. Dafür gibt es dann den Standard, dass man hingeht, und die beiden Datenanschlüsse, die hier an der Buchse dran sind, die werden ja, in Anführungszeichen kurz geschlossen. Es muss kein Kurzschluss sein, es kann auch ein kleiner Widerstand sein, da gibt es einen Maximalwert. Aber im Prinzip, wenn wir hier so ein Ladegerät haben, in der USB-Buchse sind die beiden Datenleitungen verbunden. Das sagt dem Gerät hinten dran, also dem Handy oder irgendwas, das hier ist ein sogenannter DCP, ein Dedicated Charging Port. Dann weiß er, okay, hier kommt mehr Saft raus, ich darf also ein bisschen mehr an Strom ziehen. Also ist ja im Prinzip alles geklärt, ne? Ja, fast. Bei so einem Kopfhörer oder sowas, wo ein kleiner Akku drin ist, da sind die 7,5 Watt okay. Und bei Handys, und heute ist ja im Prinzip jedes Handy USB-C, also außer den hässlichen, da ist das auch noch akzeptabel. Aber na, so ein Tablet, das hat halt einen relativ großen Akku, da braucht man schon ein bisschen was mit hier so einem Ladegerät. Was dann im Zweifelsfall, ja, was macht der jetzt, 2 Ampere, also 10 Watt im besten Fall übertragen kann. Naja, das dachten sich dann die Hersteller auch und viele Hersteller haben dann viele seltsame Dinge getan. Das heißt, jeder Hersteller ist hingegangen und hat sich irgendwie einen eigenen Standard ausgedacht. Hier haben wir zum Beispiel einen Dash Charger, das ist von OnePlus. Was kann der zum Beispiel? Der kann 4 Ampere, das heißt also 20 Watt. Okay, 4 Ampere, 20 Watt ist ja okay. Das, was OnePlus gemacht hat, haben aber auch andere Hersteller gemacht. Zum Beispiel Qualcomm. Ja, Qualcomm kennt man vielleicht nicht von Handys, jedenfalls nicht als Hersteller für die eigentlichen Geräte. Die sind aber ein sehr großer Hersteller von ICs, die in Handys verbaut werden. Und die haben sich dann auch gedacht, ach komm, machen wir einen eigenen Standard, der dann mehr kann. Der hier zum Beispiel, Quick Charge, den gibt es auch in verschiedenen Versionen. Die erste Version, die konnte 2 Ampere. Das ist also im Prinzip dasselbe, was hier dieses Netzteil auch dann rausrückt. Nur mit einem eigenen Protokoll dahinter. Die Version 2, die ist dann hingegangen und dachte sich, naja, wir können den Strom ja nicht unendlich erhöhen, weil diese USB-Kabel,
Die halten auch nur mäßig viel Strom aus. Wir können aber ja die Spannung erhöhen, denn USB war bisher immer 5 Volt, egal was man gemacht hat. Und Quick Charge ist dann hingegangen, 5 Volt? Nö. 9 Volt, 12 Volt, kein Problem. Oder jetzt, das hier ist Quick Charge 3, der geht hier sogar hoch. Nee, der geht tatsächlich auch 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt. Kann aber auch in der 3er-Version bis 20 Volt gegebenenfalls sein, wo wir dann deutlich mehr übertragen können, weil wir wissen ja, Spannung mal Strom ist Leistung. Das heißt also, 2 Ampere bei 5 Volt ist am Ende weniger Leistung als 2 Ampere bei 12 Volt. Wie die das machen? Das, naja, die stellen tatsächlich auch wieder eine Datenverbindung her. Das heißt also, hier ist nicht einfach nur die Datenleitung kurz geschlossen, was halt, wie gesagt, gut ist für einfache Geräte, sondern hier steckt im Ladegerät und im Endgerät jeweils ein Chip drin. Muss natürlich von Qualcomm sein, ist deren Standard. Und der sagt dann Bescheid, hallo, ich würde gerne mehr Spannung. Und die kommunizieren, handeln aus, ja, gib mal 12 Volt, ja, 12 Volt hier und dann kommt da 12 Volt raus. Das Ganze hat dafür gesorgt, dass Handys deutlich schneller laden können. Beides. Hat aber auch dazu geführt, dass nichts mehr kompatibel ist. Denn, naja, mit einem Quick-Charge-Ding kann ich ein OnePlus-Handy im Zweifelsfall nicht wirklich so schnell laden. Weil der versteht das Quick-Charge-Protokoll nicht. Klar, dann kommen immer noch 5 Volt raus bei, was hat der hier, 3 Ampere. Das wird also wahrscheinlich dann noch funktionieren, aber die höheren Spannungen können wir nicht nutzen. Genauso hier, wenn ich hier ein Gerät dran schließe, was nicht dieses OnePlus-Protokoll spricht. Naja, theoretisch kann das Ding hier 4 Ampere zwar liefern, aber das Endgerät weiß ja, naja, der Standard sagt irgendwas von so 1,5, vielleicht 2 Ampere. Lassen wir mal besser da noch mehr zu ziehen. Ne? Und ja, dieses ganze Herstellerchaos ist zum Glück in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, denn langsam kommen da an vielen Stellen Regulierungen rein. Das erste ist eine gesetzliche Sache in der EU. Es gibt nämlich jetzt tatsächlich mal einen Standard, der vorschreibt, dass viele Geräteklassen ab demnächst tatsächlich USB-C haben müssen zum Laden. Das heißt, wenn die Dinger einen Ladeport haben, muss das USB-C sein. Und ja, das gilt dann auch für Apfelgeräte. Die bekommen endlich mal einen vernünftigen Anschluss. Hoffe ich jedenfalls, es gibt da so ein Gemunkel, dass Apple eventuell dann auf USB oder Lightning in dem Fall komplett verzichtet und nur noch drahtloses Laden macht. Wäre eine schlechte Idee, das ist sehr ineffizient, aber naja, ich traue vielen Firmen vieles zu. Aber ich sagte ja schon, es hat sich an anderer Stelle noch was gebessert. Und das ist eine neue Version vom USB-Standard, nämlich der sogenannte USB-PD. PD steht in dem Fall für Power Delivery und das ist im ersten Fall so ein bisschen ähnlich wie USB-QC hier, dieses Quick Charge. Denn wenn wir hier mal drauf gucken auf dieses Ladegerät, was PD kann, dann sehen wir hier bei den Ausgangsspannungen, der kann, wo steht es hier, 5 Volt bei 2 Ampere, 9 Volt bei 2 Ampere, 15 Volt bei 3 Ampere und 20 Volt bei 3,25 Ampere. Okay, wir haben also auch höhere Spannungen. Höhere Spannungen heißt natürlich auch, wir müssen wieder ein bisschen hin und her regeln. Und auch hier kommt es dann wieder darauf an, welche Version wir haben. Oder Revision heißt es in dem Fall. Der ursprüngliche PD-Standard, die Revision 1, die konnte 3 Werte, und zwar 5 Volt, 12 Volt und 20 Volt. Diese 3 Spannungen waren vorgegeben. Außerdem mussten wir die Kommunikation machen und was man da gemacht hat, ist, man hat nicht die beiden Datenleitungen benutzt, sondern man ist hingegangen und hat diese Datenverbindung über die Stromleitung quasi so eine Art Funkprotokoll gemacht. Quasi sowas ähnliches wie Powerline auf dem USB-Kabel. Damit konnte das Gerät dann Bescheid sagen, okay, gib mal bitte eine höhere Spannung. Es gibt aber noch einen zweiten Trick und zwar, wir können den Strom tatsächlich noch hochmachen. So ein Standard-USB-Kabel hier, oder eins, was nicht selbst gebastelt ist, das hat offiziell erstmal ein Rating von bis zu 3 Ampere. Das Netzteil hier kann jetzt nur 2, andere können gegebenenfalls aber mehr. Wir können aber mehr machen. Es gibt nämlich die sogenannten MCARs, Electronically Marked Cable. Das heißt, wir haben ein USB-Kabel, einfach ein reguläres Ding mit Stecker und Buchse. Und da ist aber im Stecker oder der Buchse, je nachdem wie es gebaut ist, ein Chip drin, ein kleiner IC. Und der kommuniziert dann auch mit dem Netzteil und sagt dem Netzteil hier, ich bin ein Spezialkabel, ich kann mehr. Und wenn dieses Kabel dann spezifiziert, hallo, ich kann das, dann sind auch bis zu 5 Ampere möglich, statt den 3 Ampere.
Das ist dann natürlich ein bisschen besser, denn naja, wenn wir jetzt gucken, wir haben bei 5 Volt haben wir erstmal 2 Ampere, das sind dann 10 Watt. Bei 12 Volt, da können wir 36 Watt oder mit einem Spezialkabel 60 Watt. Und bei 20 Volt können wir mit einem normalen Kabel bis zu 60 Watt und mit einem Spezialkabel, was diesen IC drin hat, bis zu 100 Watt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, mit 100 Watt kann man so einiges machen. Und was wir nicht vergessen dürfen, es ist im USB-Standard. Das heißt also, wer den USB-Standard implementiert und sich die Spezifikation leisten kann, also die Spezifikation kauft, um USB machen zu dürfen, der kann auch USB-PD einbauen. Wir sind nicht mehr wie bei anderen Lösungen darauf angewiesen, die ICs von einem Hersteller zu kaufen, sondern wir kennen das Protokoll dann und können es selber machen. So, und gerade nochmal zum Ablauf. Wenn wir jetzt hier ein Netzteil haben, gehen wir mal davon aus, es wäre eingesteckt und ich würde das an mein Handy dran klemmen, dann würden jetzt verschiedene Schritte passieren. Und zwar das Netzteil merkt erstmal, hier ist ein Gerät dran. Dann kommen 5 Volt hier hinten raus, weil 5 Volt ist der USB-Standard, den können wir ja im Prinzip immer machen. Als nächstes geht das Netzteil hin und fragt mal so in die Runde hier über das Kabel mit dieser Funkprotokoll, wobei ich dann Stern dran mache, später mehr, und fragt erstmal, hi, ist irgendein Spezialkabel da? Ich gehe mal davon aus, weil hier das Kabel fest dran ist, dass das Kabel dann eventuell antwortet, hi, ich bin Spezialkabel und kann 5 Ampere. Wenn das geklärt ist, redet der hier mit dem Gerät, hi, liebes Gerät, ich bin Netzteil, ich kann 5 Volt, 9 Volt, 15 Volt, 20 Volt und folgende Ströme. Das Gerät sagt zum Netzteil, hi, ich bin ein Handy, bis 9 Volt mache ich mit, also gib mal 9 Volt. Netzteil zum Gerät, jo, passt, schaltet um auf 9 Volt und teilt mit, okay, jetzt bekommst du 9 Volt. Das ist so der Standard. Jetzt habt ihr aber eventuell schon mal eine kleine Diskrepanz gesehen. Und zwar, ich habe die ganze Zeit von 5 Volt und von 12 Volt und von 20 Volt geredet, eben im Standard. Ne? Naja, das war Revision 1. Revision 2 hat ein bisschen was geändert. Da ist es nicht mehr 5, 12, 20, sondern 5, 9, 15 und 20. Das entspricht dann 15 Watt, 27 Watt, 45 Watt und bei 20 dann 60 Watt, beziehungsweise mit dem Spezialkabel weiterhin die 100 Watt. Da hat sich also nichts geändert erstmal. Es kam bei Revision 2 aber noch was dazu. Und zwar, ich habe ja eben gesagt, dass über die Stromkabel hier das übertragen wird mit so einer Art Funkprotokoll, also Powerline-like. Naja, das gilt für diese Stecker hier. Mit Revision 2 kam auch USB-C dazu und USB-C ist ein bisschen anders. Da haben wir ja ein paar mehr Pins. Unter anderem haben wir 2 Configuration-Pins, die CC-Pins. Und im Fall von USB-C werden die dann genutzt für die Datenkommunikation. Das ist ein bisschen zuverlässiger, weil da haben wir keine Störungen mehr vom Gerät und haben eine eigene Leitung. Ist auch nicht mehr ganz so funkmäßig, ist aber immer noch irgendwie so 300 Kilohertz irgendein Encoding. Das heißt also, mit USB-C hat sich ein bisschen was geändert. Aber das Grundprinzip mit dieser Kommunikation bleibt gleich. Es gab dann noch eine Revision 3, die hat wieder ein bisschen was geändert. Und zwar zum einen das FSK mit USB-A-Buchsen, also diese klassischen USB-Buchsen, die sind seitdem offiziell deprecated. Kann man noch nutzen, aber man sollte es halt nicht mehr. USB-C ist halt der neue Standard. Und das zweite, man hat PPS eingeführt. Das ist Programmable Power Supply. Und erlaubt es jetzt nicht nur zu wählen, okay, ich hätte gern 5 Volt, 9 Volt, 15 Volt, 20 Volt, sondern erlaubt es dem Handy zu sagen, gib mal irgendeine Spannung zwischen 3,3 Volt und 21 Volt oder das Höchste, was das Netzteil halt kann. Wie gesagt, das hier kann jetzt 20 Volt. Es gibt auch welche, die dann zum Beispiel nur 9 Volt können oder nur 12 Volt oder 15 Volt können. Das wird dann alles ausgehandelt. So, ganz neu ist die Revision 3.1. Die ist relativ frisch dazugekommen. Prinzipiell bleibt alles gleich, es gibt aber noch einen Zusatz für Kabel. Ich habe ja eben schon gesagt, die Kabel können Bescheid sagen, hi, ich kann 5 Ampere. Jetzt kommen noch die sogenannten EPM-Kabel oder so, EPS-Kabel dazu. Die können dann auch sagen, hi, ich komme auch mit höheren Spannungen zurecht. Und aktuell der Standard geht bis 20 Volt mit 100 Watt. Die neuen Standards, die erlauben auch 28 Volt, 36 Volt und 48 Volt. Das entspricht dann 140, 180 oder 240 Watt. Und mit 240 Watt kann man schon einiges betreiben. Im Zweifelsfall gibt es dann demnächst die wunderschönen Toaster mit USB-C. Ja, okay, gut, wird vielleicht noch ein bisschen knapp. Es gibt in dem Standard noch ein paar unschöne Sachen, die uns eventuell zukünftig auf die Füße fallen könnten. Ich sagte ja gerade schon,
Aktuell ist das relativ universell. Wenn ich ein Lenovo-Netzteil habe und ein OnePlus-Handy, interessiert das den nicht. Ich kann das einstecken und das Ding lädt, auch mit einer höheren Spannung im Zweifelsfall. Das ist also relativ universell. Der USB-C-Standard oder der USB-PD-Standard, muss ich sagen, hat allerdings auch Sachen für Encryption und DRM drin. Das heißt also, theoretisch könnten die Hersteller wirklich hingehen und sagen, okay, das da ist nicht mein Ding, das hat nicht meine Kryptoschlüssel, mit dem lade ich nicht. Und dann wären wir wieder beim guten alten, ja, jeder Hersteller hat sein eigenes Netzteil. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber technisch ist es halt da drin. Ja, ich hoffe, das war jetzt ein interessanter Blick auf so USB Power Delivery. Zumindest mal jetzt auf die Geschichte, wo es herkommt und was es so alles kann. So als kleiner Spoiler, in der nächsten Woche gucken wir dann mal da drauf, was man da mit Power Delivery alles machen kann. Also abseits von Handyladen und Co. Und natürlich auch, wie wir es in eigene Projekte so ein bisschen einbauen können. Bis dahin freue ich mich weiter, dass ich jetzt nicht mehr 20 Netzteile für die Geräte brauche und hoffe, dass auch Power Delivery weiterhin das tut, was es soll.